Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, liebe Menschen auch aus den Kreisen Olpe, Herford, Kleve, Heinsberg, Borken und allen anderen eher ländlich geprägten Gebieten Nordrhein-Westfalens. Auch ich möchte mich den zahlreichen Danksagungen meiner Vorredner anschließen. Wir haben mit der Beantwortung der Frage einen umfangreichen Almanach erhalten. Und ich denke, man wird immer wieder in den nächsten Monaten auch gerne in die Statistik nachschlagen, um Sachen zu erforschen. Auf diesen 866 Seiten geht die Regierung auf die Situation in den ländlichen Gebieten und ihre Ideen ein und wie diese Gebiete besonders gefördert werden können. Die Probleme liegen ja auf der Hand. Die Bevölkerung gerade im ländlichen Raum, ich finde, Herr Rüß, es gibt den ländlichen Raum noch, überaltert immer weiter. Junge Menschen ziehen auch auf der Suche nach Jobs weg in die Städte. Auch die Geburtenraten gehen stark zurück und so steigt der Altersdurchschnitt in diesen Gebieten immer weiter an. Gleichzeitig aber wird der Ärztemangel in eben jenen Gebieten immer signifikanter und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Bedarf an ärztlicher Versorgung nicht mehr gedeckt werden kann. Natürlich gehen Sie in Ihrer Antwort nicht nur auf die Probleme ein, sondern machen auch einen auf den ersten Blick sehr einleuchtenden Vorschlag. Der ländliche Raum muss attraktiver werden. Attraktiver für Gewerbe, Industrie, junge Menschen, Familien, Ärzte, Pflegeeinrichtungen und natürlich auch für den Tourismus. Das Ganze hat nur ein Problem. Alles davon geht nicht. Je attraktiver das Land für Industrie und Gewerbe ist, desto weniger attraktiv ist es für den Tourismus. Aber natürlich haben Sie recht, insgesamt der ländliche Raum muss für die Menschen attraktiver werden. Die Arbeit in der Landwirtschaft muss attraktiver werden. Zum Beispiel dadurch, dass Angestellte in der Landwirtschaft auch von ihrer Arbeit eine Familie ernähren können. Erreichen könnte man das zum Beispiel dadurch, dass Agrarsubventionen nicht nur an die Erträge gekoppelt sind, sondern auch an die Nachhaltigkeit und die Zahl und Qualität der Arbeitsplätze. Das Leben auf dem Land muss attraktiver werden. Niemand möchte neben gigantischen Güllelagern leben und jeden Tag die Ausdünstung quasi auf der Zunge spüren. Hier muss dringend gehandelt werden. Die Arbeit in der Medizin muss attraktiver werden. Leider ist es im ländlichen Raum kaum noch möglich, eine Landarztpraxis zu betreiben, sodass es auch wirtschaftlich interessant ist. Ärzte studieren mindestens 6 Jahre, dann die Facharztausbildung. Warum sollte sich einer dieser Menschen den Job als Landarzt unter diesen Bedingungen antun? Der Tourismus muss attraktiver werden. Der ländliche Raum heute hat nichts mehr mit dem ländlichen Raum zu tun, den die Menschen jahrzehntelang für ihren Urlaub nutzten. Früher hieß das Urlaub auf dem Bauernhof. Das heutige Pendant wäre dann Urlaub im Mastbetrieb oder Urlaub in der Fleischfabrik oder eben auch Urlaub in der Biodieselraffinerie. Das kulturelle Angebot muss attraktiver werden. Wenn Theater und große Kinos aufgrund der Struktur nicht rentabel sind, dann muss man sich die Kultur ins Wohnzimmer holen können. Dafür braucht es ein stabiles Breitbandnetz. Das Thema hatten wir ja auch gerade schon. Dennoch muss ich auch sagen, Deutschland ist dort immer noch ein informationelles Entwicklungsland. Jetzt gibt es ja die 60 Millionen aus dem NRW-Programm Ländlicher Raum 2014-2020. Die sind sicherlich ein Anfang, aber wir wissen alle, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Förderung nachhaltiger Landwirtschaft, Erhöhung von Greening-Quoten, Ausbau des Breitbandnetzes, weniger Emissionen, faire Löhne und gute Infrastruktur. Das ist für uns ein ländlicher Raum 2.0. Und zumindest wir Piraten würden da gerne leben oder Urlaub machen. Zu Ihrem Entschließungsantrag ist zu sagen, das ist ein Kessel Buntes, eine Wunschliste, so einmal der große Rundumschlag. Ich fand das mit der Kriminalität am Schluss dann auch etwas merkwürdig. Was mir fehlt, im Gegensatz zu dem NRW-Programm, den das Minister Remmel jetzt vorgeschlagen hat, ist mehr Ökologie, mehr Nachhaltigkeit in der Wunschliste. Ich finde da nur Schule, Familie, Bildung. Das ist mir persönlich zu wenig. Also stehen ein paar interessante Sachen drin, aber insgesamt werden wir uns bei Ihrem Entschließungsantrag enthalten. Vielen Dank.